Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, Herr Professor Gebel, ich hätte mich auch gefreut, mehr Leute in meinem Alter, auch von Fridays for Future, hier zu sehen. Wenigstens ist ja mit mir ein politisch engagierter und interessierter Jugendlicher durch die CDU heute hier. Dieses Interesse und dieses Engagement wurde ja meiner Generation lange abgesprochen. Und dass das vielleicht zu Unrecht war, sieht man jeden Freitag. Und missfällt mir doch eins, obwohl die Schulpflicht natürlich gelten muss und ich finde auch, dass man die einfordern darf, finde ich es ja eine Frechheit gegenüber den Leuten, die zu Fridays for Future gehen, als einziges Argument ins Feld zu führen, dass sie die Schule schwänzen. Die Schüler haben berechtigte Forderungen, die müssen auch ernst genommen werden. Und ich gehe persönlich nicht zu Fridays for Future, aber viele meiner Freunde gehen dahin und meine Generation geht dahin. Und deswegen bin ich da prinzipiell erstmal loyal, dass man fair mit ihnen umgeht. Das heißt, ernst nehmen heißt für mich allerdings eins nicht, nämlich das Anbiedern an die jungen Leute. Das heißt, wer kann quasi am meisten diesen Leuten zustimmen? Oder es heißt die Auseinandersetzung mit den Themen, die sie bringen. Eine ernsthafte inhaltliche Auseinandersetzung. Das heißt aber, man darf aber auch von der anderen Seite, finde ich, von Fridays for Future erwarten, dass man sich mit den Themen auch ernsthaft auseinandersetzt und nicht nur mit, naja, sich hinter Parolen versteckt. Ich höre oft das Argument, es wäre ja überhaupt nicht die Aufgabe von Schülern, im Prinzip politische Konzepte oder so etwas anzubringen. Ja, das stimmt schon, aber ich sag mal so, ich engagiere mich in der Jungen Union, weil ich habe da auch Spaß dran, in der Sache zu arbeiten. Das ist ja jetzt irgendwie nichts, was man im Prinzip einfach aufschieben muss. Und denn mein Eindruck ist, dass im Detail das Problem komplexer ist, als Fridays for Future darstellt. Natürlich brauchen wir ökologische Standards. Mir wäre das auch alles lieber, wenn es nur noch wasserstoffbetriebene Autos gäbe, wenn alle sich mit Bambuszahnbürsten die Zähne putzen würden. Ich würde das alles sehr begrüßen, mache ich im Übrigen auch. Aber es gibt halt eben auch diesen ökonomischen Aspekt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es um Nachhaltigkeit geht und für junge Leute, dann möchte ich nicht in 20 oder 30 Jahren in einem wirtschaftlichen Scherbenhaufen leben. Ich finde, das ist auch die Verantwortung von Politik, diese Nachhaltigkeit für meine Generation zu gewährleisten. Außerdem möchte ich was weiteres nicht. Ich möchte nicht in einer sozial gespalteten Gesellschaft leben. Es müssen Lösungen sein, die für alle verträglich sind. Und wenn es dazu führt, dass sich die Gesellschaft weiter spaltet, und das sieht man übrigens auch bei den jungen Leuten, zwar hatten die Grünen bei der U18-Wahl 18%, aber direkt dahinter war die AfD mit 14%. Das heißt, diese Spaltung zwischen Stadt und Land, zwischen Ost und West, sie findet statt und deswegen müssen die Lösungen für alle vertretbar sein. Das beste Beispiel ist in Frankreich, man schaut sich die Gelbwesten an, man schaut sich die Unterstützung für den Rassemblement National und Marine Le Pen an. Wer Klimapolitik macht auf Kosten des gesellschaftlichen Zusammenhalts, stärkt jene, die überhaupt keine Klimapolitik machen wollen, weil sie dann am Ende vielleicht auch noch den Einfluss des Menschen daran leugnen. Also, lasst uns Diskussionen suchen. Es beginnt Klimaschutz bei der Entscheidung immer jedes Einzelnen. Deswegen funktioniert auch Zwang nicht. Es müssen Alternativen geschaffen werden. Es muss klar sein, ja, wir müssen uns dafür entscheiden. Und dann, wenn wir realistische Lösungen finden, auch vor Ort, Verkehrswende, Radwege, allerdings nicht mit der Brechstange, sondern mit Augenmaß, dann sehen wir da eindeutig mehr Herausforderungen, sehen wir da nicht nur Herausforderungen, sondern auch Chancen. Fridays for Future muss ernst genommen werden, inhaltlich. Keine Angst schüren mit den idealistischen Sorgen, die Fridays for Future auch zu Recht hat. Und als junger Mensch und vor allem Mitglied der Jungen Union sage ich ganz deutlich, wir wissen um die Herausforderungen für die Zukunft, für Dresden und die Welt. Klimapolitik wird das bestimmende Thema des 21. Jahrhunderts sein. Auch hier in Dresden, auch für uns. Berlin mag Berlin sein, wir sind Dresden und wir wollen Dresden gemeinsam gestalten. Und mir gefällt auch vieles nicht. Wir teilen viele Anliegen und Herausforderungen, aber unsere Herangehensweise und wie ich finde auch die einzig verantwortlich vertretbare Herangehensweise für unsere Generation ist eine andere. Die begründet sich auf Vernunft, Dialog und Konsens. Die Junge Union Dresden hat nicht umsonst schon Anfang dieses Jahres ein breites kommunales Prioritätenpaket geschnürt, mit Sicherheit, Nachhaltigkeit, in Zukunft Dresden 2019 plus genannt. Auch wir beschäftigen uns mit der Verkehrswende, dem Umwelt- und Klimaschutz für Dresden und darüber hinaus. Wir wollen den Dialog.
Deswegen wird sich die JU Dresden in den kommenden Monaten aktiv um den Dialog mit dem ADFC, Fridays for Future natürlich, NABU, natürlich auch Verkehrs- und Umweltwissenschaften an der TU Dresden bemühen. Wir brauchen vernünftige Veränderung und Dialog. Gemeinsam kann das nur gelingen und ich bin mir sicher, uns wird das gelingen. Vielen Dank.